Bei einer Bruchlandung einer Passagiermaschine am Flughafen Rom-Fiumicino sind 16 Menschen verletzt worden. Die Propellermaschine der Fluggesellschaft Alitalia schoss am Samstagabend bei der Landung 300 Meter über die Piste hinaus. Die Maschine war aus Pisa gekommen mit 50 Menschen an Bord. Ein Sprecher der Alitalia sagte, der Wind sei für das Unglück verantwortlich. Die Maschine wurde von der rumänischen Gesellschaft Carpater betrieben. Die fliegt im Auftrag der Alitalia einige nationale Strecken. Schon länger fällt die Gesellschaft wegen Sicherheitsmängeln und Technikproblemen auf. Alitalia hat die Zusammenarbeit vorläufig ausgesetzt.